Die Chemigraphie sorgt dafür, dass die Bilder, Karikaturen und Rubriken, Klischees zum technologisch vorgegebenen Termin zur Verfügung stehen. Die Technik hat auch hier Einzug gehalten. Sie sichert eine zuverlässige Arbeit bei der Umsetzung der von der Redaktion gelieferten Druckvorlagen zu Klischees, die je nach Art in der Fachsprache Autotypie, Strich oder Kombination heißen. Es herrscht im Setzmaschinenraum Hochbetrieb. Je nach Wunsch der Redaktion, entsprechend der vorgesehenen Gestaltungsweise der Seiten, wird der Maschinensatz an sowjetischen Setzmaschinen hergestellt. Manuell wird Zeile für Zeile wie an einer Schreibmaschine geschrieben, der Text für den Druck gesetzt. Zur gleichen Zeit produzieren auch die mit Lochbändern gesteuerten Setzmaschinen im Bereich Schnellsatztechnik. Für jede Zeitungsseite sind etwa 450 Zeilen mit je 30 Buchstaben zu setzen und durchschnittlich an jedem Tag 18 Seiten herzustellen. Hinzu kommen noch die Anzeigenseiten. Liegt der Satz vor, vergleichen die Korrektoren der Druckerei den Text der Manuskripte mit dem Satz und korrigieren die Fehler. Sind vom Metteur die angegebenen Korrekturen ausgeführt, beginnt der Umbruch der Seiten. Entsprechend dem Spiegel der Redaktion werden der Textsatz, die Überschriften und Unterzeilen, die Fotos, Standleisten und Linien auf dem sogenannten Schiff zur Zeitungsseite zusammengestellt. Dabei muss der Metteur jeden Text in Spiegelschrift lesen und verarbeiten. Ist die Seite umgebrochen, werden Abzüge gefertigt, die die Korrektoren, der Kontrolldienst und der Chef vom Dienst erhalten. Gemeinsam begeben sie sich auf Fehlerjagd, immer in der Absicht, dem Druckfehlerteufel keine Chance zu lassen. Doch der ist nicht selten ziemlich gewitzt und hartnäckig. Sind alle Korrekturen ordnungsgemäß ausgeführt, wird die Seite zum Druck freigegeben. Sie gelangt per Förderband zum Präger. Er fertigt an der Prägepresse die Matern, die in der Stereotypie als Form von Druckplatten verwandt werden. Diese Platten werden in die Rotationsmaschine eingesetzt und ermöglichen dann den Druck der Zeitung. Thank you.
Regel wird um 0 Uhr angedruckt. Die beiden Aggregate der Rotationsmaschine laufen bald auf Hochtouren und stoßen schließlich die Zeitung aus. Zuerst die Ausgaben für die Kreise Schwedt und Angermünde. Bis zum frühen Morgen verpacken fleißige Frauen die Zeitungen, die sofort in Lastkraftwagen der Deutschen Post verladen werden. Geht die Arbeit schnell vonstatten. Das ist wichtig, denn soll die Zeitung pünktlich im Briefkasten oder am Kiosk sein, muss alles wie am Schnürchen laufen. Jahrelang miteinander eingespielte Kollektive in der Druckerei Neuer Tag garantieren dafür. Täglich für über 500.000 Leser. Das ist allen Mitarbeitern der Redaktion, des Verlages und der Druckerei Neuer Tag sowie der Deutschen Post hohe Verpflichtung.